Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute zu viert unterwegs, die Crew ist mal wieder zusammen und wir sind nach Einbeck gefahren auf die Blackberry Trails in Einbeck. Schauen uns das Ganze hier mal an. Sah bis jetzt in Videos überall ganz vielversprechend aus. Checken wir doch einfach mal ab hier. Hier auf den Blackberry Trails gibt es 6 Strecken. Na, mal gucken, ob wir alle davon fahren und ausprobieren. Vielleicht nicht alle, aber nur die meisten werden wir wohl dran gehen. Und ja, schauen wir mal. Alles sehr gut beschriftet hier. Okay, fangen wir mit einer blauen Strecke an. Das ist die Flow Country. Immer schön, um erstmal reinzukommen. Ich zeige jetzt die Videos nicht unbedingt in der Reihenfolge, wie wir sie alle gefahren sind, sondern eher so ein bisschen auch mit einer Schwierigkeitsgrad. Ist auf jeden Fall eine schöne Strecke, alles überrollbar, auch für Anfänger geeignet, wie das ja bei einer blauen auch sein sollte. So. So, und hier wurde ein bisschen was neu gemacht. Hier liegt jetzt noch eine Menge Schotter rum, da muss man ein bisschen aufpassen. Und ab in den nächsten Abschnitt. Bisschen langsam dafür. Auch zu langsam für. Weil wenn da viele kleine Schotter verschwunden ist, auch eine schöne Strecke. Auch wahrscheinlich dann bei jeder Witterung zu befahren. Sehr schön. Freeride. Okay, kommen wir zur Freeride. Das ist die Strecke, mit der wir hier am meisten Spaß hatten, die uns wirklich sehr gut gefallen hat. Ist den Erbauern also echt top gelungen. Gratulation. Ja, ihr hört schon am Wind. Ich habe meinen Windschott vergessen gehabt und naja, geht ja auch mal so. So, kommt hier. Sehr schöne Strecke. So, einmal die Enduro. Guck mal. Mit der Enduro kommen auf jeden Fall Sprünge, die ich nicht alle mache, das weiß ich. Aber ansonsten eine schöne Strecke. So, das hat doch schon mal geklappt. Toll, hier war ich natürlich jetzt zu langsam. Das war natürlich dann nichts.
Aber wenn man die Strecken nicht so gut kennt, dann kommt man schnell auf so Sprünge zu. So, Achtung, Drop. Jo, Leute, das ist auf jeden Fall schon mal eine Nummer zu hoch. Das könnt ihr mal vergessen. Und wie das dann so ist, einmal am Tag muss es ja leider passieren. Naja. Gut, ey, hast du dich gewickelt? Nee. Klar, guck dir mal an, ey. Scheiße. Scheiße. Gut, so was passiert. Hier musste ich erst noch mal anhalten und mich kurz sammeln, ne, wenn man so gestürzt ist und dann weiterfährt. Durch das Adrenalin weiß man im ersten Moment erstmal nicht so richtig, ob wirklich alles gut ist. Aber nein, war alles soweit in Ordnung. Fahrrad ist nichts passiert, mir ist nichts passiert. Ach, ja. Und dann ging es dann auch weiter. Nach dem Sturz werde ich das auch nicht nehmen. Und dann war da ja noch die Jumpline, die uns aber nicht so zugesagt hat. Aber wie gesagt, das ist ja alles Geschmackssache. Der eine fährt lieber das, der nächste das. Wir sind die Strecke dann aber auch nur einmal gefahren. Da ist auch noch eine Menge neu gemacht und nicht noch viel Schotter drinne. War dann eh nicht so schön zu fahren. Vielleicht ein andermal. Die ist auch noch ganz neu gemacht, vor 3 oder 4 Wochen erst. Und dann ging es auf die Downhill. Und da muss ich sagen, da war ich ganz erstaunt. Glaube ich, das erste Mal, dass ich irgendwo gesehen habe, dass die Downhill-Strecke einfacher ist wie die Enduro. Aber macht trotzdem Spaß. Schön naturbelassen. So, da. Und muss man wie alles mehrfach fahren. Wir sind sie jetzt nur einmal gefahren. Vielleicht können wir das beim nächsten Mal dann noch ein, zwei Mal mehr fahren. Boah.
Natürlich. Oh, warte. Ja, ich war auch verträumt, war mein Fehler. Ich habe auch mit der Kurve jetzt gar nicht gerechnet. Ich habe einfach die Gabel gehört. Boah. Du musst ja nicht zu schnell. Du siehst ja, wo die Landungsspuren sind. Die fahren auch nicht alle so super schnell. So, da sind wir mal wieder am Ende angekommen. Ich bin jetzt schon zu Hause. Ich habe da vergessen, das Ganze nochmal aufzunehmen. Ja, die Blackberry Trails Einbeck. Eine wirklich schöne Sache. Tolle Trails. Wirklich gut gemacht. Also ein Lob an die Erbauer. Und wir kommen wieder. Ja, hat euch das Video gefallen? Ihr wisst, ich freue mich immer über einen Daumen nach oben. Lasst gerne auch einen Kommentar da. Und bleibt gesund, passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.